Ja, herzlich willkommen zu meinem Q&A, zu dem Film, den ich gemacht habe über meine Freundin Nora, in dem ich mich mit der Frage auseinandersetze, wie es ist, als hochgewichtige Person in unserer Gesellschaft zu leben. Kurz zu den Fakten. Am 19. Juli, das ist der Stand, um 10:05 Uhr gab es bisher 4.749 Likes und 3.791 Dislikes für den Film. Genau, bevor ich gleich ausgewählte Kommentare kommentiere und Fragen beantworte, möchte ich mich erstmal kurz bei euch bedanken. Das war mein erster Y-Kollektiv-Film. Ich hatte natürlich ein bisschen Schiss, was passiert. Und ich bin ganz glücklich über die vielen Reaktionen und die vielen ZuschauerInnen, die den Film bereits geguckt haben. Ja, das war schön. Und vor allem war es für meine Freundin Nora auch sehr schön, die sich ja, wie ihr wisst, sehr offen gezeigt hat, sehr verletzlich. Und sie hatte natürlich großen Respekt vor dem Tag der Veröffentlichung, wie das Publikum auf diesen Film reagiert. Und ich habe eben noch mal mit ihr telefoniert und sie sagte mir, dass es ihr richtig gut geht und dass sie das vor allem als empowernd empfindet, was da gerade passiert. Vor allem auch, weil es wirklich so viele wertschätzende Kommentare von euch gab. Und dafür wollte ich mich einfach noch mal bedanken. Okay, fangen wir an mit dem ersten Kommentar, kommt von Max K. Max K. schreibt: Wünsche ihr alles, alles Gute und hoffe, dass sie ihre Ziele erreicht. Allerdings finde ich es merkwürdig, von der OP als eine Art Schönheitseingriff zu reden. Das stört mich leider etwas. Bei der bariatrischen OP die Gesundheit der Patienten im Fokus steht und eben nicht irgendwelche Schönheitsideale. Natürlich ist immer ein gewisser Druck von der Gesellschaft vorhanden, möglichst schlank zu sein. Das hat für mich aber nichts mit der Gesundheit und der OP zu tun. Lieber Max, vielen Dank für deinen Kommentar. Ja, es tut mir leid, wenn das irgendwie falsch bei dir angekommen ist. Also natürlich kann man so eine OP nicht machen, aus schönheitsidealistischen Gründen. Sondern Nora musste natürlich auch viele Tests machen und auch psychiatrische Analysen, viele Gesundheitstests, bevor sie diese OP überhaupt bewilligt bekommen hat, bevor die Krankenkasse das bezahlt hat. Also ganz klar, es geht bei diesen OPs um die Verringerung eines möglichen Gesundheitsrisikos und ja, um mehr Lebensqualität wieder zu schaffen. Aber genau damit hat Nora sich ja auch auseinandergesetzt und hat sich genau deswegen für diese OP entschieden und nicht aus einem Druck heraus, den ihr die Gesellschaft macht. Also ich hoffe, das ist irgendwie auch klar geworden in meinem Film, dass das quasi der Prozess war, den sie durchlebt hat und dass ihr dann am Ende klar war, okay, ich mache das wirklich für mich, für meine Mobilität, um möglichen Gesundheitsrisiken vorzubeugen und nicht, weil ich einem Schönheitsideal entsprechen möchte. Ich setze ja in meinem Film den Fokus auf die Gesellschaft, auf den Umgang der Gesellschaft mit hochgewichtigen Menschen. Und deswegen habe ich diesen Aspekt auch mit Nora so rausgearbeitet, weil das natürlich eine Frage, unter anderem auch eine Frage ist, die sich Menschen stellen, die vor der Entscheidung stehen, sich den Magen verkleinern zu lassen. Und deswegen war das, finde ich, ein wichtiger Punkt, vor allem mit diesem Fokus, dieses Thema zu besprechen und auch Noras Auseinandersetzung mit diesem Thema. Genau, aber also ich würde gerne noch mal ganz deutlich sagen, in meinem Film soll es nicht um die Verherrlichung von Körperformen gehen oder um ein Schönreden, sondern um die soziologische Auswirkung. Also was die Gesellschaft mit solchen Körpern macht. Kommen wir zum nächsten Kommentar von Kapaneos. Es ist Übergewicht, nicht Hochgewicht. Sie wiegt über einer gesundheitlich bedenklichen Grenze und dieses politisch korrekte Wording stellt eine Verniedlichung einer gefährlichen Krankheit dar. Okay, also erstmal kurz zu dem Wording und warum ich mich dafür entschieden habe, Hochgewicht zu sagen und nicht Übergewicht. Übergewicht impliziert, dass es quasi eine Norm gibt, also ein Normalgewicht und etwas, was da drüber liegt, also was nicht der Norm, dem Normalen entspricht. Und ich finde, dass schon alleine bei diesem, dass da schon anfängt bei der Wortwahl, dass hochgewichtige Menschen stigmatisiert werden, weil sie ausgegrenzt werden und nicht in das Normalgewicht passen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und
Es ist auch nachweislich so, dass viele hochgewichtige Menschen krank sind, nicht weil sie sehr viel Fett an ihrem Körper tragen, sondern weil sie einer permanenten Ausgrenzung und auch Stigmatisierung ausgesetzt sind. Also das sollten wir auch bei dieser Gesundheitsdiskussion nicht außer Acht lassen, dass das auch gesundheitsgefährdend sogar sein kann. Genau, und in diesem Zusammenhang würde ich auch gerne noch auf eine andere Sache eingehen. Das habe ich nämlich auch häufig in den Kommentaren gelesen. Ich sage an einer Stelle, dass hohes Körpergewicht gesundheitsgefährdend sein kann. Und nicht ist. Genau, und bei dieser Aussage würde ich auch bleiben, denn es ist statistisch gesehen schon so, dass Menschen mit einem hohen BMI oder je höher der BMI ist, desto wahrscheinlicher ist, dass man krank wird. Allerdings ist das kein Automatismus. Es gibt auch Menschen, die sehr hochgewichtig sind und die kerngesund sind. Das ist eine Statistik und man muss sich aber speziell das Individuum angucken. Genau, und deswegen würde ich auch bei dieser Aussage bleiben. Es gibt verschiedene Studien dazu und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Die würde ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Das würde jetzt zu weit führen, aber da könnt ihr dann mal nachschauen. Kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Lisa B. Die schreibt: Erstmal Kompliment an Nora, sie ist eine tolle, wunderschöne Frau mit Charisma. Finde ich auch. Ich habe mal eine Frage aus medizinischer Sicht. Gab es von der OP Nebenwirkungen wie Vitaminmangel oder weitere Einschränkungen, mit denen sie nicht gerechnet hat oder nicht aufgeklärt wurde? Also, ich habe auch nochmal Rücksprache mit Nora gehalten. Sie fühlt sich eigentlich ziemlich gut. Fühlte sich gut vorbereitet auf die OP, wurde über den Vitaminmangel, den sie nach der OP hat, vorher auch aufgeklärt. Sie muss jetzt Supplemente nehmen, um das auszugleichen. Aber sie fühlte sich vor allem auch gut aufgeklärt, weil sie sich auch selbst sehr doll informiert hat, viele Dokus geschaut hat und wissenschaftliche Berichte gelesen hat zu der OP. Genau. Was sie jetzt nicht mehr so gut verträgt, sind Kohlenhydrate. Da hat sie Schwierigkeiten, also Kartoffeln oder so. Und stark frittierte Sachen. Das geht auch nicht mehr so gut. Zum letzten Kommentar. Shiva Area One schreibt: Gerne ein Follow-up. Ich wünsche Nora nur das Beste, stark, dass sie sich so ehrlich und offen zeigt. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Fand ich auch toll, dass sie mir so viel Vertrauen geschenkt hat und sich so geöffnet hat. Für den Film. Ja, Follow-up. Also, ich kann auf jeden Fall so viel sagen, wir werden nicht aufhören zu drehen. Nora und ich drehen weiter. Was da am Ende bei rauskommt, ob es ein langer Dokumentarfilm wird oder vielleicht ein zweiter Teil fürs Y-Kollektiv, werden wir sehen. Aber es könnte gut sein, dass ihr irgendwann noch sehen werdet, wie es weitergeht. Gut, dann war es das erstmal von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und für das große Interesse an dem Film und bis bald.